der ist noch gar nicht fertig. Sapperlatz. Entschuldigung jetzt, das ist der Gast heute. Hast du es bald? Moment. Es tut mir jetzt leid, aber das ist übrigens der Bürger Norbert. Von hinten. Und das kostet viele Minuten, kostbare Minuten seiner Show. Hi. Hallo, hallo, hallo. Du bist der Bürger Norbert, ne? Ich bin der Bürger Norbert. Aus Freising. Ja. Und du, du machst so ganz viele verschiedene Sachen, oder? Ja. Also du bist ein erster Gitarrist, denke ich mal, oder? Mhm. Oder nur Gitarrist? Ja. Fast nur. Fast oder wie auch immer. Und wie viele Bands spielst du? Oh. Kriegst du es hin? 10 vielleicht? 10. Vielleicht, sagt er. So viele, dass du es gar nicht genau weißt. Das wechselt aber ständig, oder? Es wechselt. Ich bin mal dann so ein bisschen dabei. Okay. Ja. Und heute bist du einfach alleine? Heute bin ich allein. Genau. Als Bürger Norbert. Aus Bürger Norbert und spiele ein Lied also von meiner Band. Also meine Band sind die Pretty Boys. Okay. Und da werde ich jetzt ein Lied davon spielen. Also Bürger Norbert spielt ein Lied von einer seiner Bands, den Pretty Boys. Und ja, dann schauen wir mal, ja, die Gitarre zu und dann geht's auch schon los. Ja. Komische Sendung dieses Mal. Komisch, nein, nicht mehr. Was? Ach, nichts. Achso. Ich trinke noch einen Schluck, ja? Ja, ja, trink nur. Okay, also das Lied, das ich jetzt vorspiele, heißt The Prairie. Thank you.
Und ich freue mich, dass das Pferd endlich frei ist. Ja, klar. War ein gemeiner Cowboy, oder? Hat das recht getriezt? Weiß ich nicht. Aber es hat ja Bock, den Cowboy immer rumzutragen. Nee, das Pferd will frei sein, klar. In der Prärie wollen alle frei sein. Das ist schön. Ja. Das war ein ungewöhnliches Lied. Ja, echt? Ja. Mit dem Propeller fand ich sehr gut. Ah, ja. Das hatte, doch. Wie bist du darauf gekommen? Einfach so, du probierst alles wirklich aus, so wie was klingt, wenn man die Gitarre mit irgendwas zusammen kollidieren lässt. Ja, so mache ich das. Okay. Ja, weiß nicht, kann man nicht irgendwo im Internet finden? Wahrscheinlich in diversen Seiten, ne? Mit deinen diversen Projekten. Man kann zum Beispiel prettyvoice.de, okay. Meine Band. Das ist auch die Nummer, spiele ich mit der Band auch. Mhm. Und wir spielen auch im Babalu München jeden letzten Mittwoch. Jeden? Dann habt ihr einen festen Spieltag? Ja. Jeden letzten Mittwoch im Monat. Da könnten wir eigentlich auch mal vorbeischauen, oder? Schau mal hin, Siri. Ja. Was meinst du? Ja, die Kamera nickt. Wunderbar. Ja, schön. Dann willst du noch irgendwas loswerden? Auf dem Herzen? Vielleicht könnte ich jemanden schon. Spielst du nächstes Mal irgendwo? Also nächsten Mittwoch, also letzten Mittwoch im Monat. Also das ist mal so das Fest. Ja. Genau. Das, und grüßen kannst du natürlich, wie du willst. Grüßen könnte ich, ich weiß nicht. Hat noch nie jeder gemacht, übrigens. Ich habe gegrüßt. Ne? Ich grüße auch mal jemanden. Ich grüße mal. Ich könnte meine Cousine in Hamburg würde ich gerne grüßen. Hallo Steffi. Ja, da würdest du dir Steffi freuen. Ja. Wunderbar. Mhm. Ich grüße jetzt einfach niemanden. Ich kann dann nächstes Mal jemanden grüßen. Gell? Ich überlege erst mal, wen ich grüße. Hast du keine Freunde? Ich habe nein, nur keine Freunde. Du hast keine Freunde. Nee, ich meine. Verwandte? Verwandte, ja, weniger, aber die sind weggegangen, haben mir nicht gesagt, wohin. Aber macht nichts. Wir hören es einfach auf, jetzt wird es unangenehm für mich. Ja. Ich will nicht weinen vor der Kamera. Okay, dann. Ja, also ich bedanke mich für die Einladung. Also ich bin hier oft, also hier in dem Klo, aber dass ich hier mal Musik mache, das ist was ganz was Besonderes. Okay, ich habe da auch was komisch mit meiner Hand, ich halte die ganze Zeit so komisch. Hast du es auf der Kamera drauf, wie meine Hand macht? Die halte ich halt so, als hätte ich irgendwie einen Krampf. So, naja, ich tue das weg. In den Rücken. In der Rücken auch nicht gut. Das haben andere. Oh, jetzt habe ich eine Gitarre gehört. Ja, jetzt hör mal auf, das ist ein komisches Gespräch. Wir drehen uns irgendwie im Kreise. Danke auf jeden Fall. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bei Closett TV.